Moin Freunde, was geht? Ich habe mir gedacht, nachdem sich doch für mein erstes Video relativ viele Leute interessiert haben, dass ich heute mal eine sogenannte Teambewertung mache und mir mal anschaue, welche Bundesliga-Teams ja welche Spieler haben und welche aus den Mannschaften interessant sind. Ich werde mal die ersten neun Vereine heute durchgehen und dann die Tage mit den anderen neun weitermachen. Also fangen wir heute bei Bremen an. Und ja, gehen dann mal sozusagen die Starttabelle der Bundesliga durch. Ich habe das Ganze bei anderen YouTubern schon gesehen, beziehungsweise bei anderen Leuten, die solche Videos gemacht haben, zum Beispiel dem Kickbase Guide oder so. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Ja, ist jetzt allerdings schon wieder zwei Spieltage in der Saison. Ich denke mal, deswegen braucht man nochmal ein bisschen eine andere Einschätzung. Ich werde die heute vornehmen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wir fangen an mit Bremen. Ja, Blau ist immer der Spieler, wo ich sage, das ist der, den man sich am ehesten holen sollte, preis-leistungstechnisch. Grün sind einfach Spieler, die ich gut finde, die man von der Preis-Leistung holen sollte. Gelb würde mich jetzt nur so als Lückenfüller ansprechen und Rot würde ich mir gar nicht holen, weil ja, die zu teuer sind für das, was sie auch liefern oder rotationsgefährdet sind, etc. Aber ich werde auch zu den einzelnen Positionen was sagen. Ja, fangen wir mit Werder Bremen an. Wir haben schon gerade gesehen, Marvin Ducksch ist der Spieler, den ich persönlich da am ansprechendsten ja, finde. Liegt erstmal daran, dass er auch die Ecken schießt. Und dadurch auch, ja, dadurch, dass er die Standards auch schießt, mal für eine Vorlage gut ist und sowieso auch ein ja, Stürmer ist, wo ich sage, der könnte auch echt 10 Tore schaffen diese Saison. Ja, daneben Füllkrug, der denke ich mal auch gezeigt hat, dass er relativ gut ist, der hätte. Ja, auch definitiv der sein können, den ich blau markiere. Also beide im Endeffekt relativ gut. Füllkrug schießt, soweit ich weiß, auch noch die Elfmeter, beziehungsweise vielleicht wechseln die sich auch ab. Die sind beide relativ interessant, auch kopfballstark. Deswegen, ja, denke ich mal, kann man sich die beide reinstellen. Preislich 18 Millionen für Ducksch und 16 für Füllkrug. Füllkrug hat das auch schon super gemacht, deswegen kein Problem. Die kann man sich beide reinholen. Weiser und Jung sehe ich Weiser als attraktiver. Hat man jetzt auch gesehen, beide mit einer Vorlage in den ersten beiden Spielen. Weiser durchaus besser gepunktet als Jung. Ja, im Mittelfeld Bittencourt der einzige, den ich da interessant finde. Die anderen beiden haben jetzt noch gar nicht überzeugt. Bittencourt könnte auch noch ja, im Laufe der Saison dann zeigen, was er wirklich, ob er diese Leistung halten kann. Er hat jetzt ja relativ gut gespielt, die ersten beiden Spiele. Ja, und die anderen beiden würde ich mich von fernhalten. Man sieht hier, in der Verteidigung habe ich nur Veljkovic und Friedel grün. Liegt daran, dass Pieper auch rotationsgefährdet ist. Der ist jetzt gerade auch angeschlagen gewesen. Und die anderen beiden haben auch einfach bessere Rohpunkte gemacht. Friedel ist da dann noch Kapitän. Deswegen, ich finde den eh ganz interessant. Guter Mann. Preislich liegen die alle auch nicht so weit auseinander. Ja, Pavlenka würde mich jetzt, der hat jetzt zweimal unter 100 gemacht. Erstmal nicht wirklich ansprechen, aber am Anfang ist es wichtig, überhaupt einen Torwart erstmal zu haben. Deswegen, ja, so sieht die Bewertung für Bremen aus. Kommen wir zu Schalke. Hier würde ich Schwolo direkt mal als gelb abstempeln, weil ich einfach finde, dass er nicht so sicher gewirkt hat in den ersten Spielen und auch mal gut für einen Fehler da ist. Hat man ja auch gesehen jetzt im letzten Spiel. Ja, davor seht ihr direkt etwas Verwunderliches. Tja oder Tja ist blau markiert, weil er einfach die besten Rohpunkte meiner Meinung nach aus der Verteidigung liefert und ich mir den Preis leistungstechnisch am ehesten reinstellen würde. Den Doppelsturm seht ihr gelb markiert, obwohl Bülter jetzt zweimal getroffen hat, sogar soweit ich weiß. Ja, können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Bülter hat jetzt zwei Tore gemacht, soweit ich weiß. Aber Schalke ist jetzt für mich sowieso nicht eine attraktive Kickbase-Mannschaft. Dazu sieht man natürlich auch einmal nicht in der Startelf. Und Spieler, die so 160 Punkte machen und ein Tor, wenn sie durchspielen, dann hätte er kein Tor gemacht. Dann hätte er wahrscheinlich unter 100 gemacht. Und deswegen würde ich den jetzt auf jeden Fall nicht als grün abstempeln. Salazar sehe ich so ein bisschen als den Spielmacher, deswegen ist der für mich noch grün. Auch wenn der ja, mit seinen, wie teuer ist der momentan, 11 Millionen schon einer der teuren Schalke-Spieler ist, würde ich den dann trotzdem grün machen, weil ich finde, der kann perspektivisch schon die meisten Sachen damit Standards noch hinkriegen. Auf der Außenverteidigung hat mir Brunner die ersten Spiele besser gefallen als Ovian. Ja, der hatte auch direkt einen ersten beiden guten Spiele, gute Rohpunkte gemacht, deswegen würde ich in der Verteidigung da erstmal eher auf die rechte Seite setzen als auf die linke, aber Ovian natürlich auch immer gut für Assists, hat er ja letzte Saison gezeigt.
Ja, offensiv bei Schalke. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern Morda gesetzt ist. Der hat die ersten Spiele gemacht. Ob das die ganze Zeit so sein wird, wird sich zeigen. Ja, da gibt es auch definitiv noch andere Varianten. Also dieser Mollet wurde ja auch geholt. Ja, Mord hat jetzt das erste und zweite Spiel relativ gut gemacht. Aber ihr seht schon, zweimal unter 100 mit einer Torbeteiligung. Deswegen würde ich da die Finger weglassen und die beiden Sechser punkten einfach nicht gut. Da würde ich mein Geld überhaupt nicht für investieren. Da gibt es noch deutlich preis-leistungsgünstigere Spieler. Ja, bei der Hertha sieht das Ganze auch nicht wirklich gut aus. Da überzeugt mich eigentlich nur Luke Bakio, der jetzt relativ als einziger gezeigt hat, dass er da Unterschied machen kann. Toussaint super günstig, Christensen auch der günstigste Stammtorwart, soweit ich das weiß, wenn sich keiner verletzt. Deswegen sind die auf jeden Fall Kaufempfehlungen. Luke Bakio hat mich sehr überzeugt, hat das sehr gut gemacht. Ja, Toussaint sollte jetzt auch erstmal gesetzt sein. Genau das gleiche gilt für Christensen im Tor. In der Offensive sonst. Serdar ist dasselbe, wie ich eben schon gesagt habe. Der schießt ein Tor und macht 150 Punkte oder so. Das überzeugt mich einfach nicht wirklich. Genau für das Geld, was er kostet, da würde ich mir echt andere Spieler holen. Da könnte man sich auch nochmal das Video angucken, was ich schon gemacht habe. Kanga und Ejuke ist sowieso ja, rotationsgefährdet, deswegen ist er auch nicht so sicher. Aber solche Spieler, solange die am Anfang spielen, könnt ihr euch die immer reinstellen. Deswegen sind die ja auch nicht rot. Aber ob mich der im Endeffekt hundertprozentig überzeugen würde, ich weiß es nicht. Sonjic hat mir überhaupt nicht gefallen, die ersten Spiele. Der hat auch Minuspunkte gemacht, den würde ich mir überhaupt nicht holen. Dasselbe gilt für Plattenhardt, der zwar der Kapitän ist, aber ja, der ist auch schon etwas älter, rotationsgefährdet, hat jetzt auch das erste Spiel verpasst, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, ich würde da ehrlich gesagt die Finger von den Außenverteidigern lassen. Auch wenn da mal eine Vorlage bei rumspringen kann. Wenn ihr einen Spieler braucht, dann stellt euch den für ein, zwei Spieltage rein. Aber perspektivisch würde ich davon absehen. Kempf ist mir auch deutlich zu teuer. Selbst wenn er jetzt ein bisschen gefallen ist. Uremovic ist da preis-leistungsgünstiger. Und dann würde ich mir eher den holen. Aber generell würde ich die Hertha jetzt auch nicht als eine gute Kickbase-Mannschaft deklarieren. Kommen wir zu Stuttgart. Da war es schwierig für mich, wen ich da als den Spieler mache, wo ich sage, der macht die besten Punkte. Ja, ich habe jetzt mich jetzt für Kalajdzic entschieden, der jetzt durch drei Vorlagen schon relativ gezeigt hat, was er ja, am Ball kann. Silas wäre auch eine Variante gewesen, hat jetzt auch ein letztes gutes Spiel gemacht, aber da dachte ich mir dann, ich kann nicht bei anderen Spielern sagen, okay, die schießen ihr Tor und machen die Punkte nicht über, weiß ich nicht, weiß ich wie viel, und dann mache ich Silas als den Blauen, das passt irgendwie nicht. Ja, Führich ist der einzige im Mittelfeld, der mich überzeugt. Preis-leistungstechnisch auch gesehen. Ahamada kostet jetzt mittlerweile auch nicht mehr, kostet jetzt mittlerweile nämlich auch ziemlich viel. Der wird jetzt bis zum nächsten Spiel auf 10 Millionen gehen. Und das ist dasselbe wie bei Endo, das ist mir einfach dann zu teuer. Also für das Geld würde ich mir persönlich was anderes holen. Sosa ist auch ziemlich teuer. Der Pfeil ist da jetzt natürlich nur, weil er jetzt nicht fit ist. Fangnummern auch teuer, da weiß man perspektivisch dann auch nicht, spielt Silas dahinter oder geht Tomasch in die Spitze. Deswegen Fangnummern für mich auch noch eher nicht gesetzt. Also da könnte auch Silas auf die Außenbahn gehen und Tomasch wieder in Sturm. Ich würde mich da ehrlich gesagt, also wenn ihr euch da einen holt, dann holt euch Silas und Kalajdzic, weil Tomasch kann auch eben, wie es in dieser Aufstellung hier steht, rausgehen und rausrücken, weil Silas in die Spitze geht. Deswegen ist das, naja, nicht so gut. Führig ist immer gut für eine Vorlage, macht auch viel nach vorne, deswegen wäre er für mich der attraktivste Mittelfeld. Wie gesagt, Mavropanos ist mir einfach zu teuer, auch wenn er die besten Punkte in der Verteidigung macht. Da zahlt man einfach noch den Preis von letzter Saison. Ja, Anton ist, der war zumindest im letzten Jahr, hat er mich immer mit den Punkten her nicht so überzeugt. Der hat da seinen 80er-Schnitt gemacht und das für 10 Millionen sollte man perspektivisch eigentlich sich eher andere Spieler für 10 Millionen holen. Zum Beispiel einen Ito, der mich da noch ein bisschen mehr überzeugt. Der hat, macht nochmal 20 Punkte mehr im Spiel durchschnittlich. Müller hat schon gezeigt, dass er relativ viel halten kann. Hat ja im Spiel gegen Leipzig auch richtig gute Punkte gemacht. Ja, Torhüter sind sowieso wichtig, holt euch da einen. Ich glaube, da wird auch kein Torwart bei mir wirklich rot sein, außer wenn er richtig teuer ist. Zum Beispiel Manuel Neuer würde ich mir nicht holen, aber da kommen wir noch zu. Ja, kommen wir erstmal zu Augsburg. Da würde ich tatsächlich viele Spieler einfach als Lückenfüller empfehlen. Ihr seht schon, Meier, Goretzka, Kolehu, Caligiuri und Demirovic sind alle gelb, weil sie eben auch nicht so teuer sind. Die Spieler sind alle nicht so krass teuer. Meier ist sicherlich mit Kolehu noch der teuerste. Dafür sind die aber auch komplett gesetzt. Ja, Gummi ist super günstig. Udokai
Ist auch nicht so teuer, der steigt immer mehr, aber würde ich auch noch am ehesten da empfehlen aus der Kette, weil er auch noch gesetzter ist als Gumni. Rex Bitschei ist immer gut für eine Vorlage. Denke ich auch, dass der spielen wird. Jensen hat jetzt getroffen gerade, der sollte auch spielen. Hahn und Niederlechner können beide da in die Startelf drängen. Dann würde wahrscheinlich auch Rex Bitschei rausgehen, aber ich denke, so wie es jetzt steht, ist erstmal die wahrscheinlichste Variante. Ich meine, Giekewitz musste ich nach dem letzten Spiel jetzt auf jeden Fall als klare Kaufempfehlung ja, abstempeln. Und ja, Iago ist für mich der, der da am meisten noch an Punkten machen kann, weil er einfach Rohpunkte macht und halt auch immer gut ist für eine Vorlage. Ich finde, Iago könnte durchaus einen 85er-Schnitt diese Saison schaffen. Ja, ich wollte jetzt nicht den Torwart als den machen, den man da am ehesten sich holen sollte. Also ich finde, Iago ist schon ein guter Mann. Aber auch mit Jensen für 5 Millionen macht man absolut nichts falsch. Momentan Gumni auch super günstig. Ja, also da gibt es einige, die man sich holen kann. Guezzo ist für sein Geld auch nicht teuer, hat allerdings im ersten Spiel, da hatte ich ihn auch selber, mich nicht so überzeugt. Aber das war auch gegen Leverkusen, haben sie verloren, hat er, glaube ich, 10 Punkte gemacht. Ja, weiß ich nicht. Kommen wir zu dem VfL Bochum. Da habe ich Riemann diesmal als den gemacht, den man sich am ehesten holen sollte, einfach weil der zweimal überragend viele Punkte gemacht hat. Und ich denke, auch gegen Bayern wird er gute Punkte machen. Ja, Ortiz und Asano, also haben mich beide enttäuscht. Ortiz hatte ich selber, fand ich katastrophal von den Punkten. Und Asano, dachte ich nach der Vorbereitung, habe ich mit ihm mehr zugetraut. Aber man hört immer wieder von Bochumann, dass er auch ein bisschen chancentot sein soll. Und bis jetzt hat sich das irgendwie bewahrheitet. Ja, Staphylidis ist immer gut für eine Vorlage, Stöger dasselbe. Und Zoller hat jetzt gerade gezeigt, dass man auf jeden Fall mit ihm rechnen muss. Für das Geld in der Schnapper, wer den aufgestellt hat, GG. Ja, Hofmann hat mich noch nicht so überzeugt, der ist noch gelb, weiß ich nicht, für das Geld ist das zwar ein günstiger Stürmer, der Startelf spielt, aber bis jetzt hat er die Leistung noch nicht abgerufen. Losilla ist sehr teuer. Dasselbe gilt für Holtmann, auch wenn Holtmann auch gut ist für eine Vorlage immer. Normal spielen die, glaube ich, auch Viererkette gegen Bayern. Ist jetzt nur eine Fünferkette eingestellt. Ja, Gamboa und Heinz machen beide solide Punkte. Aber es wären für mich auch Spieler, die man am Anfang sich noch holen kann. Aber weiter würde ich dann irgendwie auch nicht mehr mit denen gehen. Es würde mir dann so reichen. Nach ein paar Spieltagen würde ich die auch upgraden. Kommen wir zu Wolfsburg. Da ist es der Spieler mit dem meisten Punktepotenzial für mich Arnold. Einfach weil er Rohpunkte, Tore und Assists miteinander verbindet. Also ist ein guter Mann, das wissen wir auch, denke ich, alle. Der hat ja auch die letzten Jahre mal konstant geliefert. Wimmer und Metscher sind für mich die, die vorne am gesetztesten sind. Sieht man ja auch an den Pfeilen. Gilavogie kostet wenig, könnt ihr euch reinstellen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass der in zwei Spielen noch Startelf spielt, wenn Zwanberg angekommen ist und noch mehr Spielzeit bekommt. Denke ich mal, wird es schwierig gegen Gegner wie Schalke oder Augsburg, wo die dann auch nicht mit drei Defensiv, also nicht mit einem Sechser spielen, sondern mit einem Zehner, der jetzt wahrscheinlich Kruse geben wird. Kruse ist zwar auch ein stabiler Mann, da werden sich wahrscheinlich auch ein paar wundern, aber für mich ist er nicht hundertprozentig gesetzt und Spieler, die nicht zu 100% gesetzt sind, sind für mich auch keine einwandfreien Kaufempfehlungen. Selbes gilt für Marmoush. Den fand ich gut gegen Bayern, aber punktetechnisch spiegelt sich das bis jetzt überhaupt nicht wieder in der Saison. Deswegen ist er für mich auch erstmal gelb. Baku ist mir zu teuer, Lacroix dasselbe. Bonau und Van de Ven sind preisgünstiger, deswegen würde ich da eher die beiden empfehlen. Also auf der Außenverteidigerposition eher Van de Ven und in der Innenverteidigung eher Bonau. Und Castells ist mit seinen 15 Millionen im Tor für mich auch etwas teurer. Ja, da muss man einfach gucken, ob Wolfsburg wieder schafft, so viele zu Null Spiele zu holen und ob die da viel aufs Tor bekommen, das wird sich zeigen. In der Offensive würde ich auf jeden Fall mit Wimmer und Metscher gehen und in der Verteidigung dann mit Bonau und Van de Ven. Kommen wir zu einer kniffligen Mannschaft. Ja, Frankfurt, da würde ich tatsächlich, ja, die Aufstellung ist ein bisschen konfus. Also, wir haben meiner Meinung nach Muani, der sich nach den ersten Spielen jetzt in die Startelf gespielt hat und der auch relativ hohes Punktepotenzial hat. Der ist meiner Meinung nach vorne gesetzt, deswegen ist der auch blau. Kostic ist weg, der wäre sonst der blaue Spieler gewesen. Ndicka ist mir zu teuer. Lindström hat noch gar nicht überzeugt, die ersten Spiele. Und ja, man muss jetzt auch einfach fairerweise sehen, dass Boré sich da in die Startelf dringt. Dann könnte ja Muani über rechts kommen, Götze über links. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also für mich ist vorne gesetzt wirklich momentan nur Muani wegen der Leistung.
Ja, was soll ich da sonst so sagen? Also alle anderen Spieler, die ihr seht, sind für mich nicht hundertprozentig gesetzt, die da vorne spielen könnten. Knauf und So sind mir einfach preis-leistungstechnisch sehr teuer. Da würde ich in dem 15-Millionen-Budget, was Knauf zum Beispiel kostet, oder ich glaube, der kostet sogar noch ein bisschen mehr, ja, da würde ich auf andere Spieler zugreifen. Also ihr seht, So hat jetzt auch nicht gut gepunktet in den beiden Spielen. Klar, 1-2 gegen Bayern, aber gegen Hertha 36 Punkte, weiß ich ja nicht. Da seht ihr schon, Kamada hat ein gutes Spiel gemacht mit einer Hütte. Da sind alles so viele Spieler, die da die Position auch bekleiden könnten. Also Knauf ist für 17 Millionen fast schon sogar rot. Da würde ich mir auf jeden Fall was anderes suchen. Vor allem auch, weil ich noch nicht weiß, wie der Kostic-Abgang kompensiert wird. Lenz ist da natürlich günstig und deswegen solltet ihr den auch kaufen, weil er einfach günstig, also weil er nicht viel kostet. Selbes gilt hundertprozentig für Hasebe. Für 1 Million absoluter Schnapper. Der wird jetzt erstmal, ja, bei einer Verletzung von Amami Touré erstmal ein paar Spiele machen. Ja, und sonst Trapp ist auch erstmal ein solider Torwart. Kommen wir auch zur letzten Mannschaft. Jetzt erstmal, da würde ich Hofmann als den MVP, als den, der die meisten Punkte macht, sehen. Ist, denke ich mal, ganz klar. Der macht einfach die Vorlagen, gute Rohpunkte und ist auch immer gut für ein Tor. Ich denke mal, wenn Gladbach Spiele gewinnt, hat Hofmann immer was mit den Toren zu tun. Deswegen ist er für mich da die Eins. Thüram macht es überragend für 18 Millionen. Wer den hat, kann sich einfach nur glücklich schätzen. Ist ein super Spieler. Das gleiche gilt meiner Meinung nach für Itakura. Der reißt übertrieben ab, finde ich richtig nice. Der Gegenpart Manu Kone ist mir einfach zu teuer. Wenn man sieht, wie viel Itakura kostet, sind wir mal gespannt, wie die Punkte von Itakura auf der 6 aussehen. Ja, Neuhaus hat mich jetzt gewundert. Der war jetzt, also ich fand den eigentlich, ich habe dem jetzt sehr viel zugetraut, weil er jetzt ja auch immer offensiv hätte spielen können. Der hat mich noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also, ja, ich dachte jetzt auch gegen einen schwachen Gegner wie Schalke macht er seine 100. Er ist noch grün, weil er einfach unheimliches Potenzial hat, die nächsten Spiele. Gucken wir mal, wie es dann aussieht, wenn Stindl wiederkommt. Momentan kann man sich den auf jeden Fall noch holen. Für 25 Millionen ist das völlig in Ordnung. Plea ist überragend, ist zwar teuer, aber der hat auch gerade gezeigt, was er alles kann in den ersten beiden Spielen. Deswegen holt euch den ruhig. Skelly ist mir einfach zu rotationsgefährdet. Friedrich ist einfach für mich der, der einfach nur rauskloppt. Der hat für mich kein Potenzial, jetzt großartig oft über 100 zu machen. Ja, Elvedi hat es gerade gezeigt, dass er es kann. Hat eine Hütte gemacht. Benzemaini gilt dasselbe. Der kann auch noch die Elfer schießen, Benzemaini. Deswegen ist Benzemaini auch sehr attraktiv für unter 20 Millionen. Ein Verteidiger, der gute Rohpunkte macht und Elfmeter schießt. Das ist sehr selten. Und Sommer ist für mich einfach ein Torwart, wo ich sage, ja, für 17 Millionen ist das auch schon relativ viel Geld. Den sollte man sich jetzt am Anfang nicht unbedingt holen. Guckt, dass ihr da was Günstigeres bekommt. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder mit mir diskutieren wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr Bock habt auf noch eine Folge mit den Top 9 Mannschaften. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und dann hört man sich bald wieder. Ciao, ciao.